Zuallererst brauchen wir mehr Kontrollen. Wir haben jetzt den Zustand, dass wir zurzeit weniger Kontrollen haben als noch vor der Mindestlohneinführung. Das liegt daran, dass viele Stellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die den Mindestlohn kontrollieren soll, nicht besetzt sind, aktuell etwa 11%. Zwar gibt es nun einen Stellenaufbauplan bis zum Jahr 2022, der tatsächliche Stellenaufbau geht aber sehr langsam voran. Und ich würde auch anregen, dass die Anzahl der Kontrolleure auf 10.000 erhöht werden sollte. Es ist nicht immer einfach, Mindestlohnumgehungen nachzuweisen, wenn die Dokumente, die die Arbeitszeiten belegen, zum Beispiel nicht am Arbeitsplatz vorhanden sind. Und darüber könnte der Gesetzgeber auch nachdenken, die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusätzlich zu erleichtern.